Hallo, moin moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ralf Schütt und im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Ich mache das heute mal ein bisschen spannender. Ja, und wie gesagt, Thema Inflation und was bedeutet das eigentlich fürs Geld? Ich habe hier einen sehr schönen alten Geldschein, 50 Millionen Mark. Die waren damals noch nicht mal, die waren nur noch von einer Seite bedruckt, weil das Drucken länger dauerte und der Geldkraft schon zu schnell ging. So, was passierte damals mit dem Geld? Jo, genau das kann das jeder sehen. Ja, und genau das passiert aktuell mit unserem heutigen Geld mal wieder. Und gleich verbrenne ich mir die Pfoten. Nein, mache ich nicht, deswegen steht der Teepot hier. So, das waren 50 Millionen und heute verheizen wir, wir sind heute großzügig, Herr Specht, wir verheizen heute mal 150 Millionen, ja, weil es so schön war. Ja, das passiert aktuell. Ja, noch nicht ganz so heftig und noch nicht in ganz so großer Zahl. Mit den Scheinen hier, die kennen Sie. Letztes Mal hatte ich einen echten dabei, diesmal ist es ein... Habe ich heute noch in der Hand gehabt, insofern... Kopierter. Das schmerzt ja schon ein wenig. Ja, das passiert aktuell mit Ihrem Geld. Wir werden hier gerade alle enteignet. Ja, wie fühlt sich das an? Boah, das bereitet doch echt Schmerzen, oder? Ja, vor allen Dingen verbrenne ich mir gleich die Flossen. So, genau. Also nochmal herzlich willkommen. Inflation, Geldentwertung ist heute das Thema. Einfach als, genau, es qualmt und dampft hier immer noch. Es brennt immer. Es brennt immer noch, obwohl da ordentlich Wasser drin ist. Schied egal. Ja, vom Ersten Weltkrieg sah das Geld so aus. 1000 D-Mark. Wir gucken, dass wir die Sachen hier hinten immer noch mal auf dem Bildschirm mit einblenden. 1000 Reichsmark, beziehungsweise, ja, das war eine Reichsbanknote. Da vielleicht noch mal ganz interessant, ja, mit dem Thema habe ich mich befasst. Wenn man das mal mit dem heutigen, aktuellen Geld vergleicht, wie gesagt, ich habe jetzt hier nur eine... Nur eine Kopie, ja, dann ist das, wie soll ich sagen, dann vergleichen wir das doch mal. Was steht hier oben noch drüber? Da steht Reichsbanknote drauf. Richtig. Ja, Banknote. Dann sind hier unten Unterschriften vom Reichsbankdirektorium drauf. Mhm. Ja, dann eine Seriennummer, entsprechende Siegel und so weiter und so fort. Haben Sie das mal mit Ihren Euroscheinen vergleichen? Holen Sie mal einen 10-Euro- oder 20-Euro-Schein raus. Da sind keine Unterschriften mehr drauf, da steht nichts mehr von Banknote drauf. Nur ein Schelm, der Böses dabei denkt. Genau. Aha. So, ja, das ist vielleicht mal so, da bin ich vor kurzem gerade drüber gestolpert und habe das mal mit meinen Euronoten, die ich so in der Tasche hatte, dann habe ich gesagt, oh, da steht nicht mehr Reichsbank, da steht nicht mehr Banknote drauf, da steht gar nichts mehr drauf. Da sind auch keine Unterschriften mehr von den, vom EZB-Präsidenten drauf. Und es gibt sogar Gerüchte, dass die Unterschrift, die da drauf ist, bei den älteren Euroscheinen, dass die noch nicht mal von demjenigen stammt. Mhm. Das heißt, wer hat eigentlich die Obhut über das ganze Geld? Tja, schauen wir mal. Ich hatte letztes Mal, und deswegen der Sprung hier nochmal in die Vergangenheit, ja, hier noch ein paar andere Geldscheine. Ich gucke, dass ich die, wie gesagt, hier hinten einblende. Das war 1 Million Mark. Dann haben wir hier 2 Millionen Mark, 50 und 100 haben wir gerade verbrannt. Welche Zeit war das? Das war 1923, 22. Dann gibt es hier die Braunschweigische Staatsbank, 1. Mai 1921, die war auch noch rückwärtig bedruckt. Dann gibt es hier Braunschweiger Notgeld vom 1. Mai 1921, 75 Pfennig. Mhm. Nochmal 2 Millionen Mark, aber wie man es hier schon sieht, ja, Sie haben es eben mit den Scheinen, die ich gerade verbrannt habe, gesehen. Das waren wirklich auch nur Kopien. Aber auch hier sieht man, Vorderseite bedrückt, hinten nichts drauf. Das heißt, es hat zu lange gedauert, die Dinger zu drucken. Es war damals teilweise so, dass wenn Sie mit der Straßenbahn oder mit dem Bus gefahren sind, dann mussten Sie Ihr Ticket, Ihre Fahrkarte nicht am Anfang der Fahrt bezahlen, sondern am Ende. Weil man nicht wusste. Weil der Geldschwund so schnell war, das heißt, ja, da hat man gesagt, okay, ich kassiere zum Schluss.
Ja? Und ich habe hier in einer älteren Ausgabe von mir, die habe ich mal rausgegeben, in der Schütz'schen Depesche zum Thema Inflation. Es gibt zum Beispiel, kurzer Griff zur Gegenwart, hier gibt es eine Schlagzeile. Ich weiß nicht, ob man das da unten links sehen kann. Ich blende das nochmal ein. Währungsreform. Preisfrage an alle Zuseher, an alle Zuschauer. Das war in unserer beliebten Zeitung, in der Vier-Buchstaben-Zeitung, mit den ganz vielen Bildern drin. In welcher Ausgabe stand das? Wir spendieren wieder. Leider hat letztes Mal keiner gewonnen. Ne? Spendieren wir wieder 50 Euro iTunes-Gutschein oder irgendwie sowas. Ja? Wann hat die Bild-Zeitung getitelt Währungsreform? Rechnungshof, Präsident warnt vor Währungsreform. Große Preisfrage, wie gesagt, gibt wieder einen Gutschein. Und jetzt mal ganz kurz zusammenfassend, wir wollen auch nicht zu tief rein. Entwicklung der Preise. Ja, im Jahr 1914 kostete ein Kilogramm Roggenbrot 28 Pfennig. Im Januar 1923, wir haben den Gewinner der letzten Woche noch gar nicht bekannt gegeben, wie viel Währungsreformen wir hatten, aber der aufmerksame Zuschauer wird jetzt das mitverfolgen können. Im Januar 1923 kostete das gleiche Kilo Roggenbrot, da war das Getreide nicht besser, da war nichts verändert, statt 28 Pfennig bereits 306 Mark. Das war eine Inflationsrate pro Jahr von 118%. Ich habe das mal ausgerechnet. So, und die große Preisfrage, was kostete das gleiche Kilo Roggenbrot im November 1923? Also die Idee, also das Roggenbrot, was 1914 vor Kriegsbeginn 28 Pfennig kostet oder 0,28 Mark, für, 9 Jahre später, Januar 23, 306 im Januar und im November 1923, was das da kostete. Eine Idee? Ich habe es schon gerade gesehen, insofern falle ich jetzt aus der Wertung. Und ich kann es kaum aussprechen. Es ist, wir fangen mal an, es ist eine 5, eine 1, eine 4 und eine 5 und dann folgen 9 Nullen. 9 Nullen? So, das sind 1 Million, das sind 100 Millionen, das sind 145 Millionen, 5 Milliarden, 145 Millionen Mark. Das ist ja der Wahnsinn. Ein Kilo Roggenbrot. Wir hatten das letztes Mal mit dem Stein, wo wir gesagt haben, was kostet er heute, was wird er wohl in 10 Jahren kosten? Der Stein ist ja nicht wertvoller geworden. Ist der gleiche Stein geblieben. Genau. Und ausgerechnet in Inflationsrate pro Jahr, keine Ahnung, das waren irgendwie ein paar Millionen Prozent. Also eine ganz große Zahl. Das finde ich spannend hier. Genau. Ja, hier ist nochmal eine Entwicklung, ich blende das später nochmal ein. 1870, 71 war Reichsgründung. Dann gab es die Gründerjahre, dann gab es über 40 Jahre lang Frieden in Deutschland. Ja, vergleichen Sie das mal so mit seit 1948. Mhm. Wie viele Kriege führen wir da schon? So, und hier sieht man die alte Reichsbanknote. Das war wie gesagt eine 1000 Mark Reichsnote. Das ist jetzt nur eine Kopie. Die war tatsächlich auch von beiden Seiten bedruckt. Und dann ging das im Grunde nach Ende des Ersten Weltkrieges. Ging das los, dass die Geldscheine immer größer wurden und wird eigentlich davon gesprochen, dass die Hyperinflation, also die Wahnsinnsgeldentwertung, da passierte folgendes, am 24. September 1923 kostete ein Pfund Butter. Also man könnte jetzt böse Zungen würden behaupten, das war wenigstens noch echte Butter und nicht dieses Wasserzeug, was dann heute im Supermarkt verkauft wird. Ja, da ist ja die Hälfte Wasser drin. Kostete damals 84 Millionen Mark. Am 6. November 1923, also gerade mal, hey, heute haben wir den 5., also morgen, in anderthalb Stunden, ja, vor 91 Jahren, kostete ein Brötchen 3 Milliarden Mark. Okay. Ja. Und das wirklich Spannende hier dran, wie gesagt, ich blende das nachher nochmal ein, ist eigentlich folgendes. Das war der in Deutschland wohl jemals größte Geldschein, der überhaupt gedruckt wurde. Nächste Frage. Wie hoch, über welchen Betrag lautete der? Ja?
wir machen das mal wieder als kleinen Wettbewerb. Diesmal gibt es noch einen 20-Euro-Gutschein. Ja? Aber wer errät, wie hoch die größte jemals in Deutschland gedruckte Banknote war? Ja? Okay. Absoluter Hammer. Absoluter Hammer. Und jetzt wird es eigentlich nochmal spannend. Im Ersten Weltkrieg wurden 154 Milliarden Mark an Kriegsschulden aufgehäuft. Sie merken, Herr Schütt ist voll im Element. Voll im Element, genau. Und was wurden aus diesen 154 Milliarden Mark Kriegsschulden? Die wurden dann abgewertet. Also man hat einfach die Nullen weggestrichen. Wann war die Abwertung? Das war im Jahr 1924. Okay. Ja, und ich zeige das mal, beziehungsweise blende es nachher nochmal ein hier. Ja, also mit diesen beiden kleinen Münzen, ja, das sind insgesamt 15 Reichspfennig, halte ich jetzt praktisch die gesamten Kriegsschulden des Deutschen Reiches in der Hand. Aus dem Ersten Weltkrieg. Genau, aus 154 Milliarden Mark Kriegsschulden wurden genau 15 Reichspfennig. Ist das nah am? Das ist total verrückt. Ja, ne? Oder andersrum, aus 100 Billionen Mark, Reichsmark, wurden 100 Reichsmark hier unten abgebildet. Okay. Das ist natürlich jetzt ein relativ großer Zeitsprung. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, okay. Cool. Was fragt man sich? Was will er uns sagen mit diesen ganzen Aussagen? Das ist ja long time ago, wenn man so schön sagt. Ja. Es steckt ja irgendwo eine Idee oder eine Grundwahrheit in dem Ganzen. Und könnte sich sowas wiederholen? Das ist ja die Frage. Exakt, ganz genau. Und meine These dazu ist, das wiederholt sich gerade live. Ja, auch in dieser Größenordnung? Noch nicht. Ja, vielleicht auch nicht in ganz dieser Größenordnung. Aber wir hatten ja letztes Mal die Quizfrage, wir verraten es jetzt heute. Die Deutschen hatten tatsächlich innerhalb von einer Spanne von 100 Jahren 4 Währungsreformen. Vier. Ja, also 23, 24, 1948, dann das, was die meisten vergessen, unsere Brüder und Schwestern aus dem Osten allerdings nicht. Die wurden allerdings, die haben gewonnen, nur die Wessis durften blechen. 1990, Umstellung von Ostmark auf D-Mark und letztendlich am 1. Januar 2002 wurde uns aus strategischen Gründen, und leider hatte man ja nicht damit gerechnet, dass viele Leute mittlerweile 90, 95, 100, 105 Jahre alt werden, hat man das Ding dann Währungsunion genannt. Hört sich doch viel geiler an. Euro. Ja, 2002, das heißt 1923, 24, also gerade mal in 90 oder in 80 Jahren 4 Währungsreformen. Das heißt, Statistik, Durchschnitt, alle? Haben wir alle 20 Jahre eine Währungsreform. Dann sind wir ja bald wieder dran. Bingo. 2002, was schreiben wir jetzt? Jahr 2014. Ich wette mit Ihnen, das geht vor dem Jahr 2022 über die Bühne. Ja? Also, absoluter Hammer. Und ich hatte letztes Mal gesagt, hier eingeblendet, oder das ist das alte Sparbuch von Tante Erna. Mhm. Ja, um jetzt den Bogen aus der Zeit aus dem Kaiserreich, über 40 Jahre lang Frieden, nee, nicht. Das. Ja, okay. Ja, aus dem Kaiserreich über 40 Jahre lang Frieden, dann Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Tante Erna, die hat tatsächlich, also dieses Buch, ja, ist meine Großtante, das hat die 1929 eröffnet, am 22. Oktober, und zahlte damals 30 Reichsmark dort ein. Warum erzähle ich das? Dieses Sparbuch geht also über einen Zeitraum von 1929 bis ins Jahr 1970. Nee, das ist zum 4. August 1970, weil da war das Sparbuch voll. Mhm. Ja? Und da ist es einfach ganz spannend, wie die Gelder, wie gesagt, es gibt vielleicht später zum Download, habe ich das mal auseinander gebröselt. Da kann man eigentlich sehr schön sehen, wie ab einem bestimmten Zeitpunkt, meine Großtante war Schneiderin, die also war mit Sicherheit keine Großverdienerin, hat trotzdem immer gespart, und ab 43, 44 wurden die Geldbeträge immer größer. Ja? Also hier die Nullen wurden, nahmen wieder zu.
Ja, und ab 1945, ab Ende des Zweiten Weltkrieges war es ja so, da wurde nicht mehr mit Geld bezahlt, sondern? Sondern? Idee? Mit irgendwelchen Marken oder? Mit Zigaretten. Ach, mit Zigaretten. Mit Zigaretten, und zwar eben von den Besatzern. Ja, das war hier die Lucky Strike und die Chesterfield. Das war damals die Währung, ja, bis 48, bis dann die nächste Währungsreform kam. Mhm. Ja. Und letztendlich dann ging es wieder los 1990 mit der Ostmark und der D-Mark. Das Spannende, ich habe das jetzt hier nochmal, ich muss mal gucken, ob ich die Seite finde, die Umstellung 1948, wo haben wir es? Ja, hier ist es kurz. Hier oben rechts, ich weiß nicht, ob man sehen kann, wir gucken sonst, dass wir es hier hinten einblenden. Kopfgeld, zweite Rate. Mhm. Ja, damals bekam also jeder Deutsche 80 D-Mark ausgezahlt, wenn er den Gegenwert in Reichsmark hatte. Ja, und da kommt ja diese Mehr her, also dieses Gerücht, diese Geschichte, dass wir alle gleich waren und alle gleich angefangen haben. Ja, was passierte denn mit Grundstücken? Ja, selbst wenn sie zerbombt waren, die Häuser. Das Grundstück war noch da. Genau. Ja? Also sind nicht alle gleich angefangen. Vom Geldwert her schon. Vom Geldbetrag schon. Ja? Und wer wurde, entschuldigen Sie den Ausdruck, GF und dann X? Na? Mhm. Genau. Der kleine Sparer. Ja? Lebensrentenversicherung wurden, soweit ich weiß, aus dem Kopf, ich muss nochmal nachgucken, ich glaube 1 zu 10 umgestellt. Das heißt, aus 100 wurden 10 Mark. Ja? Und Löhne und Gehälter wurden auch umgestellt. Und letztendlich war der normale Sparer, vielleicht derjenige, der jetzt gerade zuschaut, wieder mal der Gekniffene. Ja, und deswegen machen wir hier ein bisschen, wie soll ich sagen, Geschichtsbewusstsein. Reden über Kaufkraftschwund, Geldentwertung, Inflation, wie auch immer Sie das Ganze nennen wollen. Das ist vollkommen egal. Ja, das, was wir am Anfang gemacht haben, ich mache es, weil es so schön war, einfach nochmal. Bitte schön. Ja, diese Geldvernichtung, 100 Millionen Mark, das passiert gerade mit Ihren Euros. Ja, so. Und das wollen wir ein bisschen verhindern, beziehungsweise gucken, dass Sie vielleicht von dieser Geldvernichtung sogar profitieren können. Wie machen wir das? Ja, Sachwert schlägt Geldwert. Genau. Genau, interessanter Vortrag. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, weil es ja schon sehr weit zurückging und mit Sicherheit auch eine sehr interessante Strategie aufweist, weil man kann einfach ganz klar sehen, okay, man fragt sich immer, gut, wir sind jetzt relativ weit in der Zeit zurückgegangen und dann hat man ja immer so die Idee, würde sich so ein Szenario definitiv wiederholen können? Ja. Gewisse Szenarien dürfen sich auf keinen Fall wiederholen, aber ich denke mal mit dem Thema, wenn man es jetzt auch mal auf einen kurzen Zeitraum fasst, mit den momentanen Geldwerten, also denke ich schon, dass da einfach recht massive Prozentzahlen unterwegs sind. Und ich meine, meine Theorie aus dem Ganzen oder wie sagt man, Wahrheit, die man aus dem Ganzen ableiten kann, ist einfach, Sie haben mal eine Chance, einfach dieser Geldentwertung überhaupt ansatzweise die Stirn zu bieten, indem man einfach in Richtung Sachwerte geht. Genau. Letztendlich sage ich immer, wie soll ich sagen, wir werden zwar vielleicht aktuell das aktuell existierende Währungs- und Wirtschaftssystem nicht ändern können, ja, aber dann sage ich, okay, weil wir es nicht bekämpfen können, dann sollten Sie doch zumindest versuchen, dass Sie es für sich nutzen. Genau. Ja? Ich bin auch kein Freund von Banken, obwohl ich tagtäglich Baufinanzierung mache. Ja? Aber ich sage mal, gucken Sie doch, dass Sie das System mit den eigenen Waffen schlagen. Ja? Und wenn man sich überlegt, Stinnes kennen die meisten heute als Stinnes Reifenhandel. Ja, das ist eine von, keine Ahnung, mehreren hundert oder tausend Firmen, die Hugo Stinnes nach dem Ersten Weltkrieg gekauft hat. Sich ein riesen Firmenimperium aufgebaut hat und das am Anfang Darlehen in Höhe von Mark aufgenommen hat. Und jetzt gehen wir langsam die 100 Millionen Scheine aus, ja, und das später mit dem Butterbrot oder mit dem Ei zurückgezahlt hat. So sind damals in Deutschland riesen Vermögen entstanden. So,
Und vielleicht wollen sie jetzt nicht wie Hugo Stinnes Firmenimperien aufbauen. Ja, aber vielleicht macht es auf jeden Fall Sinn, doch Erträge aus Vermietung und Verpachtung zu haben und im Gegensatz dazu sich das heute vielleicht noch, die heute noch guten Euro, ja, die hier, die später mit schlechten Euro zurückzuzahlen. Also bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn man jetzt mal von dieser Strategie ausgeht, die besagte Herr Stinnes damals praktiziert hat, wenn er davon wusste, dass dieses hohe Maß an Inflation irgendwann kommt, und ich sag mal so, man muss ja immer der Zeit ein wenig vorausschauend agieren und handeln. So, und wenn man dann von der Seite her sagt, okay, man würde jetzt, bleiben wir mal bei den aktuellen Themen, ich komme aus dem Bereich der Immobilie, Herr Schütt aus dem Bereich der Baufinanzierung, und wenn man diese Sachen dann mal miteinander zusammenbringt, dann macht es natürlich Sinn, aufgrund der günstigen Darlehenszinsen im Moment so viel Darlehen aufzunehmen, wie es irgendwo ansatzweise geht, ja. Weil sollte dieses Szenario eintreffen, sollte es dann, ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, zum Euro-Dollar kommen, in Gänsefüßen. Euro-Dollar. Zum Beispiel, und jeder startet wieder mit 80 Euro-Dollar. Genau. Oder Spielgeld, wie man es auch immer nennen mag. Ja. Aber wenn ich dann in dem gleichen Zuge große Sachwerte im Kreuz habe und dann entsprechend alles umgesetzt wird, dann ist derjenige, der mit den Sachwerten ins Rennen geht, immer vorne. Ja, exakt. Also deswegen, wie gesagt, die Idee, und deswegen bereiten wir das mal ein bisschen anders vielleicht auf. Ja, ich habe selbst mal gegoogelt, geguckt. Ich habe sonst bisher keinen kennengelernt, der mal eben hier und hat, was haben wir jetzt verbrannt? 250 Millionen Mark. Ja, da schwimmen sie noch. Das ist übrig, Berg. Ja, oder und das, hier stinkt es. Genau, ist das übrig, genau, und hier stinkt es auch im Studio. Aber das war, glaube ich, den Spaß wert. Und einfach wirklich mal, dass es mal greifbar ist, was Inflation eigentlich ist. Jetzt tun sich einige Fallen und sagen sie nicht, ja, aber, ja, weil die Butter ist nicht teurer geworden. Nee, die ist genauso wie in der DDR subventioniert. Ja, wir haben in der Europäischen Union einen Butterberg. Wir wissen gar nicht, wohin mit der ganzen Scheißbutter. Ja, genauso haben wir einen Milchberg und einen Eierberg und so weiter und so fort, weil unsere Farmer, ja, oder die deutschen Landwirte und die europäischen Landwirte, mhm, ja, von einer staatlichen Zentralbehörde, ja, subventioniert werden. Deswegen ist das Zeug nicht teurer geworden. Mit Absicht. Damit man eben diese Inflation das nur als gefühlt empfindet. Genau, im Kühlschrank ist die Butter halt immer noch in der gleichen Wertigkeit geblieben. Naja, noch nicht mal. Die packen da ja mal mehr Wasser rein. Wenn man heute einen Pfund Butter in die Pfanne packt, dann zischt und dampft das erstmal, weil das ganze Wasser entweicht. Das ist ja noch der Riesenbeschiss dabei. Ja, aber interessanterweise ist, wenn man jetzt da nochmal weiterdenkt, aktuell fallen zum Beispiel die Preise für landwirtschaftliche Produkte, wie zum Beispiel Milch und Butter, merkwürdig. Seltsam. Jetzt könnte man da auch ja wieder ein Konzept unterstellen, sodass, ne, dass die Bevölkerung die Idee bekommt, es ist alles im grünen Bereich, es ist alles sicher, sie müssen sich keine Sorgen machen, aber parallel schießen die Geldentwertungen einfach weiter hoch, weil das ist ein stiller, leiser Prozess, der auf ihren Bankkonten stattfindet. Ja. Nur, klar, das Thema Negativzinsen hatten wir jetzt diese Woche. Ja, pünktlich zum Weltspartag hat tatsächlich, am 30. Oktober, hat, ich weiß jetzt den Namen der Bank nicht, aber hat die erste Bank in Deutschland bekannt gegeben, dass sie jetzt, wenn sie 100 Euro einzahlen, kriegen sie dann nur noch 99 Euro und ein paar zerhackte zurück. Das wären Negativzinsen. Negativzinsen. Ja, das erste Mal. Also es wurde immer drüber gesprochen. Genau. Jetzt findet es dann doch statt. Und genau, wenn man sich mal so diese ganzen Dinge mal anschaut, es passiert immer mehr in diese Richtung. Und sie werden es nicht stoppen können, weil der Staat hat ein Ziel, sich darüber zu entschulden. Yes. Das ist seine Strategie. Ja. Und er macht es auf Kosten der Sparer. Ja. Ganz einfaches Konzept. Insofern, seien Sie wachsam und sorgen Sie vor. Ganz genau. Ja, und wie gesagt, gucken Sie mal hier in das Buch. Das ist jetzt ab sofort auf Amazon im Vorverkaufspreis, oder das heißt auf Fachchinesisch auch Subskriptionspreis, für 89 Cent zu kriegen. Allerdings nur so lange, bis es noch nicht veröffentlicht ist. Sie können jetzt aktuell vorbestellen. Für 89 Cent, so wie es fertig ist, so wie es lieferungsfähig ist, kriegen Sie es geliefert, Sie zahlen jetzt 89 Cent und wenn es dann auch im Druck da ist, dann kostet es 9,99 Euro. Also schlagen Sie jetzt zu, hier steht eine Menge Wahrheit, gerade für alle
ich sage jetzt mal, normalen Angestellten, also nicht, wenn sie mit dem goldenen Löffel schon geboren sind, ja, sondern als normaler Angestellter zwischen 1.500 und 3.500 Euro verdienen mit ihrer Frau zusammen, ja, dann gibt es hier jede Menge Tipps und Tricks, wie sie sich dieser Sache zumindest teilweise entlasten können und unter der Inflation zukünftig nicht mehr leiden, also unter Kaufkraft und Geldschwund, sondern langfristig davon profitieren können. Genau, das ist jetzt das Wort zum Sonntag. Deswegen gehen Sie auf Amazon, ja, googeln Sie nach Volkshochschüler, von Volkshochschüler zum Millionär, 89 Cent, wahrscheinlich nur noch bis Ende November. Gut, also genau. Die beste Ausgabe. Sicher, jetzt. Link ist hier unten, wenn das geht, bei YouTube. Haben wollen. Unter dem Video. Haben wollen. Sehen Sie, Herr Specht will es auch schon haben. Genau, und es ist wie gesagt eine wahre Geschichte. Es ist nichts Erfundenes. Es ist einfach, der Kunde hatte die Buchbesprechung, die haben wir vor 2 Wochen gemacht. Sagte, Herr Schütt, das ist ja irgendwie komisch. Wenn man dann so auf YouTube so eine Buchbesprechung sieht, da sieht er mit dem Herrn Specht zusammen. Und da habe ich so gedacht, die reden von mir. Ja, das stimmt. Ich so, ja. So, genau. Also von daher, nutzen Sie die Chance. Wie gesagt, voraussichtlich bis Ende November für 89 Cent. Danach wird es richtig teuer, 9,99 Euro. Das liegt aber nicht an der Inflation, sondern daran, dass 89 Cent geschenkt sind. Alles klar, hauen Sie rein, gehen Sie jetzt auf Amazon und googeln Sie nach Volkshochschüler zum Millionär und Attacke reservieren. Hat Spaß gemacht. Preisfrage, wie gesagt. Was hat man gesagt? Wofür gibt es ja, die höchste Geldnote, ja, die jemals in Deutschland gedruckt wurde? Gibt es einen Gutschein im Wert von 50 Euro? Und bitte jede Menge Kommentare und dieses Video mit allen Freunden, Bekannten, Verwandten, Oma, Opa, Tante, Kollege und so weiter teilen. Gut. Genau. Bis zum nächsten Mal. Sagen Tschüss, Manfred Spech und Ralf Schütt. Schütt. Tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss. Baufinanzierung? Schütt.